Auf dem Breitscheidplatz zieht sich ein goldener Riss durch den Boden. Das Mahnmal erinnert an die 12 Menschen, die heute vor einem Jahr ermordet wurden. Hinterbliebene Opfer, sagte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, auch das symbolisiere der Riss, der wieder geschlossen, die wir schmerzlich vermissen, sagte Müller. Er hat damit viele Menschen getroffen. Er hat die Menschlichkeit getroffen. Das Attentat mit einem Laster am Abend des 19. Dezember 2016 habe Spuren in den Herzen der Menschen in Berlin und darüber hinaus hinterlassen. Verletzte und ihre Angehörigen sowie Helfer in der Gedächtniskirche, um dorthin zu gelangen. Goldenen Risses im Boden vervollständigt worden. Dafür schoben Opfer Metallblöckchen in einen Ofen. Das flüssige Metall wurde von einem Fachmann in den Riss eingefügt bei dem stillen Beisammensein, das der öffentlichen Mahnmalpräsentation und der Andacht vorgelagert war. Waren auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble anwesend. Zu den Gedenkveranstaltungen kamen rund 80 Opfer und Angehörige sowie rund 40 Helfer. Quelle: ntv.de.